DW21 Traumspiel bedeutet, wir haben eine Amateurmannschaft zusammengestellt von der DW21, die heute gegen die Profis vom BVB spielt. Wir haben tatsächlich bundesweit aufgerufen. Wir haben im Januar bei der Hallenstadtmeisterschaft den Spieler des Turniers gekürt. Der hat die erste Wildcard bekommen und ist unser Captain, der Cesar Toy, mit der Nummer 21 natürlich. Und wir haben dann genau bundesweit aufgerufen. Man konnte sich bewerben, gab ein paar Mindestkriterien. Wir haben über 1000 Bewerbungen, wir haben über 250 Teilnehmer bei den Sichtungstrainings gehabt und haben dann eine Jury gehabt aus DEW, BVB, lokalen Medien. Und die haben dann gemeinsam entschieden, wer es in unserer App schafft. Also wir haben von Kreisliga A bis Regionalliga alles dabei. Wir haben auch ein paar Influencer mit dabei, weil es natürlich, ich meine, klar geht es heute um Sport und Spiel. Für uns ist es auch ein Marketinginstrument, auch das ist natürlich klar. Deswegen das Thema Reichweite hat für uns auch eine Rolle gespielt. Und wir also freuen uns, dass ein paar Influencer, die auch ganz gut kicken können, heute auch mit dabei sind. Wir haben Chico mit dabei, der mitspielt. Wir haben die Potatoes mit dabei. Und ansonsten von Türkspor haben wir einige Spieler mit dabei. Also da wirklich einmal bunt durch die Reihe durch. Zwei Mitarbeiter von DW21 sind auch mit dabei. Also da haben wir wirklich die ganz, ganz bunte Aufstellung. Wird es nochmal stattfinden? Das werden wir gemeinsam mit dem BVB uns einfach nochmal anschauen. Heute genießen wir erstmal den Tag und dann schauen wir weiter. Wir haben schon drei Tore gesehen. Unser Mindestanspruch war, das eine Ehrentor zu schießen. Wir wollten nicht zu Null herausgehen. Das schaffen wir schon in einer Stunde. Insofern, ich würde sagen, wir bleiben bei einem guten Spiel und vielleicht und jeden Fall eher im mittleren Bereich.